Michael Wunsch aus Konstanz ist 65 und doch hat er gerade seinen 40. Geburtstag gefeiert. Denn vor 40 Jahren drohte er auf einer Yacht in der Karibik zu verbluten. Ich lag ja mit meiner Schussverletzung im Cockpit und wusste nicht, ob ich so überlebe, weil sehr viel Blut aus der Wunde ist wie so ein Springbrunnen rausgelaufen. Und ich wusste nicht, ob ich den nächsten Tag überlebe oder ob ich die nächste Stunde überlebe. Das war so mein Gedanke auch, dass ich dachte, ich möchte unbedingt am anderen Morgen die Sonne wieder aufgehen sehen. Nach seinem BWL-Studium und vor dem Eintritt ins Berufsleben will der damals 25-Jährige noch ein Abenteuer erleben. Auf Gran Canaria bucht er mit einem Freund für 1000 Mark eine Überfahrt nach Barbados. Doch an Bord der Apollonia herrschen gewaltige Spannungen. Der Eigner und dessen Freundin, die kamen aus dem Rheinland, waren lebenslustige, unheimlich nette Leute und die wirklich das Leben genossen haben. Das behagt dem auf Disziplin versessenen Navigator überhaupt nicht. Dass der ehemalige Bundeswehroffizier jedoch zum Mörder werden würde, ahnt niemand. Das war schon ein bisschen so ein militärischer Drill, den er auf das Schiff gebracht hat. Und wir hatten einfach nur unseren Spaß. Und das hat dann irgendwie nicht richtig gepasst. Als die Apollonia in einen schweren Sturm gerät, versagt der unerfahrene Navigator auf ganzer Linie. Wenn wir das umgesetzt hätten, was er gemeint hat, dann wären wir wahrscheinlich abgesoffen. Und dann kam es eben zu diesen Reibereien. Der Eigner hat mich als Steuermann eingesetzt und den Navigator nur in Anführungszeichen als Navigator. Was keiner an Bord ahnt, der Navigator hat eine Pistole auf das Schiff geschmuggelt, mit der er den Schiffseigner und seine Freundin 3 Tage vor Ankunft in Barbados bedroht. Und da stand plötzlich der Navigator da und hat eine Pistole in der Hand und hat gemeint, jetzt könnt ihr noch Zigarette rauchen und Bier trinken und dann ist Feierabend. Er wollte dann vom Schiffseigner, dass er seine Freundin erschießt und dass er sich selbst dann umlegt. Wir haben tatsächlich über Stunden um unser Leben gebettelt. Während der Navigator den Kurs berechnet, entschließen sich Wunsch und der Schiffseigner, ihn zu überwältigen. Es ging ja einfach nur noch entweder der oder wir. Das war die einzige Chance für uns. Das war klar, sonst kommen wir da nicht mehr raus. Doch die Schläge des Schiffseigners mit einem Pumpenschwengel können den Navigator nicht ausschalten. Und dann hat er auf mich geschossen. Mir ist die Kugel ja durch die Brust durch. Genau hier in die Brust rein und ist hinten durch das linke Schulterblatt wieder raus, die Kugel. Nachdem er der Freundin des Schiffseigentümers in den Kopf geschossen hat, macht der Navigator Jagd auf ihren Lebensgefährten Herbert. Er ist dann hinterher und die Freundin vom Navigator hat dem Navigator geholfen, den Eigner zu suchen, hat mit einer Taschenlampe das Schiff ausgeleuchtet und bis er den Herbert entdeckt hat, und dann hat er ihn erschossen, er ist dann gleich rückwärts über Bord gegangen. Michael Wunsch schafft es bis nach Barbados. Dort kuriert er seine Schussverletzung aus. Der Navigator zwingt die Überlebenden, ihn gegenüber der Polizei zu decken. Mit einer Lügengeschichte. Der Schiffseigner habe seine Freundin und dann sich selbst erschossen. Er hat uns gedroht, wenn wir die Wahrheit erzählen würden, dann wird er für 100 D-Mark Bahnhof im Hauptbahnhof in Frankfurt einen Killer finden, der uns umlegt. Und solange wir leben, ist diese Bedrohung, für uns da. Doch Wunsch und sein Freund sagen aus. Der Navigator bekommt lebenslänglich. Kann man verzeihen? Ja. Eine Traumatherapie braucht Wunsch nicht. Er hat ja seine Familie. Ich habe keine schlaflosen Nächte deshalb. Ich stehe mitten im Leben. Ich bin eigentlich ein recht sehr zufriedener Mensch. Mir geht's wirklich gut. Ich habe eine tolle Frau. Ich habe tolle Kinder. Er ist halt wirklich ein sehr aufopferungsvoller Mensch. Also er hilft immer. Er ist ehrenamtlich, engagiert er sich. Und man kann sich immer auf ihn verlassen. Er sagt dann eher mal, komm, wir lassen es gut sein. Bestimmte Situationen geht er lieber aus dem Weg, als dass er mitten reingeht und noch mal in so eine Situation kommen sollte. Wunsch arbeitet als Einrichtungsberater und steigt zur Fasnet auch gerne mal aufs Narrenschiff. Und als Büttenredner findet er auch poetische Worte für seine Frau Beate. Du bist einzigartig, ganz speziell. Wo du bist, wird das Dunkel hell. Dich muss man einfach lieben, wie soll ich da noch Reime schmieden?
Prompt schreibe ich dir jetzt ein Gedicht und sag dir nur, ich liebe dich. Ich bin jetzt 65, da kann man sein Leben irgendwo also langsam ein bisschen Revue passieren lassen. Und es war eigentlich alles, es war alles in Ordnung. Und auch diese Apollonia-Geschichte, die gehört zu meinem Leben und ich habe es gut überstanden. Und ich will es eigentlich nicht zurückdrehen. Luego acuerdo.